Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Repentance. Ich habe ja schon gesagt, ich weiß schon, was wir machen. Und ich würde gerne mal wieder mit meiner Hassliebe spielen. Mit Maggie. So, mit Maggie kann ich auch das hier. Wow. Ich werde Guppys Paw mitnehmen, aber sowas von. Und wir werden auf Angels gehen. Eventuell ist eigentlich eine Idee. Warte mal. Ach, wir starten mit einem. Ja, wir hatten ja Dingens, wie heißt's? Eden's Blessing. Und dadurch starten wir mit der Mask of Infamy. Ja, ist jetzt nicht das allerbeste Item, aber immerhin sind wir noch mehr tanky, als wir sowieso schon sind. So. Was haben wir hier? Infestation 2. Killing an enemy. Also wenn wir einen Gegner töten, haben wir die Chance auf eine Spinne. Und die machen Damage. So. Skaliert das mit Luck oder ist das immer, wenn wir einen Gegner töten? Ich glaube, es ist nicht immer, wenn wir einen Gegner töten, aber die Chance ist halt hoch. Spawns a Blue Spider, das ist immer der Fall. Okay. Shop ist jetzt nichts, was wir unbedingt haben wollen. Portable Slot ist Schmutz. Müssen wir so ehrlich kommunizieren, was das ist. Ja, ich glaube, wir gehen auf Angels. So. Lass mich mal kurz die Seite von Maggie aufrufen, damit ich Magdalene. Damit ich gucken kann, was wir alles freispielen können gleich. Oh, ich bin nicht vorbereitet. Haben wir den Boss Rush schon? Den Boss Rush haben wir schon. Monster Satan haben wir auch schon. Across und Celtic Cross. Sensor, wenn wir Ultra Greed übrigens besiegen. Ultra Greedia ist Glyph of Balance. Purity, wenn wir Hush besiegen. Purity ist sehr nice. Eurekist, wenn wir Delirium besiegen. Eurekist ist sehr nice. Okay. Candy Heart, wenn wir Beast besiegen. Candy Heart ist okay. Ich meine, der Hauptgrund zu Beast zu gehen ist nicht, um die Completion Mark zu holen. Der Hauptgrund ist es, einen Tainted Character frei zu spielen. Vielleicht kriege ich ja aber auch jetzt das Faded, nicht das Faded Polaroid, das Missing Poster. Vielleicht kriege ich ja jetzt auch das Missing Poster. Das wäre sehr nett. So. Greift an, meine Spinnen. Könntest du mir ein Damage abgeben? Das wäre super lieb. Leute, selbst wenn ich es wollte, könnte ich jetzt nicht durch die Altebene gehen. Weil ich keinen Schlüssel habe. Ach, es ist ein HP-Up. Es ist kein Damage-Up, es ist ein HP-Up. Wir gehen weiter. Hier in dieser wunderschönen Freitagsfolge. Curse of the Lost. Wisst ihr was? Das machen wir, auch wenn wir nur ein halbes blaues Herz haben. Die Black Rune braucht man nicht unbedingt. Wir gehen jetzt hier raus und machen den hier, damit wir auf jeden Fall den Devil Deal triggern. Ah, ich bin am überlegen, ob Devil Deal nicht sogar sinnvoller ist, weil wir gerade als Maggie was kriegen wir gegen Mega Satan? Das Red Baby. Ja, okay. Das Red Baby ist nicht das allerbeste, aber okay. Ist das hier echt eine Sackgasse? Das ist hier echt eine Sackgasse. Nee, ist es nicht. Okay, ich hab gelogen. Oh, ich liebe die Anti-Birth++++-Musik, ne?
So. Shop ist keine Option gerade. Definitiv nicht. Kleine Monstros. So. Okay. Ah, dann nehmen wir den... Aua. Den Schlüssel lieber für den Itemraum und hoffen, dass da was Cooles drin ist. Ja, das kann ganz gut sein, aber... Es ist... Ey, wird das... Also, ich würde hier tatsächlich wieder versuchen, zu Hasch zu kommen. Ich meine, im Endeffekt, wir müssen ja früher oder später eh alle Completion Marks machen, ne? Ich habe eigentlich einen Weg im Kopf, den ich gerne gehen würde. Das muss ich aber tatsächlich davon ausmachen, was für Items wir jetzt hier noch bekommen. Aua. So, wisst ihr was? Wir gehen, wir schauen, glaube ich, auf jeden Fall in den Devil Deal mal rein. Aber Angel Deals, Leute. Angel Deals sind so cool. Aber dann muss ich jetzt noch echt lang warten, bis ich mal einen Angel Deal bekomme. Ich gehe auf Devil Deals jetzt. Komm, wir gehen auf Devil Deals. Oh, ist das gemein. Oh, danke. Das war's jetzt. Das war gut. Da kriegen wir noch einen Schlüssel. Ich könnte theoretisch nochmal durch die Alt-Ebene gehen. Für das extra Item. Warum habe ich gedacht, hier ist der Boss? Ich meine, sieht man doch. Es ist doch nicht die Boss-Tür. Warum dachte ich gerade, hier ist der Boss? Keine Ahnung. Komm, gucken wir mal hier. Oh, Tinted Rock. Small Rock wäre jetzt lustig gewesen. Einfach noch langsamer werden, als wir sowieso schon sind. So. Aber mal schauen, vielleicht kriegen wir auch einfach wieder den Brimstone. Einfach so. Guck mal, ich habe so viele Bomben. Ich kann das machen. Und ich krieg sogar noch Bomben zurück. Okay, jetzt müsste ich überlegen, ob wir... Judgment. Jetzt müsste ich überlegen... Boah, Leute, das mache ich. Das mache ich. Jetzt müsste ich überlegen, ob wir nochmal in den Shop reingehen. Zahl mich aus. The Nail. Ich würde The Nail gern einmal einsetzen. Für das halbe blaue Herz. Aber für mehr halt auch nicht. Ja, komm, wir gucken mal, dass wir in den Shop reingehen noch. Jetzt mit 19 Münzen, 3 Schlüsseln. Ja, ich müsste mich im Grunde beeilen. Aber ich würde halt hier gern... Oh, Jumper Cables wären ganz geil, wenn ich... Ich muss drauf gamblen. Ich muss drauf gamblen. Okay. Ungern möchte ich die Donation-Maschine in die Luft springen. Wirklich sehr ungern. So, das hier können wir noch machen. Und in der nächsten Ebene, wir gucken mal, wo wir so hinkommen. Ach, bisher, Mother zu besiegen mit Maggie ist so unbelohnt, weil wir nur das Jackheart bekommen. Der Duke of Flies. Der Duke of Dead. Ein HP ab. Es bleibt dabei, wir kriegen keine coolen Items als Maggie. Wir kriegen keine coolen Items als Maggie. Nee, wir gehen den normalen Weg. Das ist mir ohne Damage ist mir das zu gefährlich. Was haben wir denn hier?
Für die Bomben? Ist okay. So. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir langsam definitiv ein Damage ab, ein Tears ab oder ein geiles Synergy-Item wie ihr wisst, was ich meine. Nicht Monstrous Tooth. Ach, Tough Love zum Beispiel bekommen. So. Goodie. Boah, da könnte ich nie im Leben ausweichen, wenn er auf mich zukommt. Ich muss hier aber auch erstmal die Fliegen wegmachen. Falls ich nochmal durch diesen Raum durch muss, dass ich nicht aus Versehen in eine Fliege reinlaufe. So. Okay. Also, wir müssen uns merken, mit Brimstone nehmen wir nicht Pop mit und mit Pop nehmen wir nicht Brimstone mit. So. Ach, ich wollte ja eigentlich auch noch was gucken, ne, aus dem letzten Run. Das habe ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Vielleicht habe ich es gemacht, wenn die Folge draußen ist und ihr habt das vielleicht sogar schon gesehen, dass ich das vielleicht mal in die letzte Folge mit reingeschnitten habe. Deswegen war es jetzt eigentlich dämlich, das anzusprechen, aber ich muss da mal noch dran denken. So, also wenn ihr nicht gesehen habt, wie ich versucht habe, denselben Seed nochmal bis zur Muddy-Ebene zu spielen, mit einem geboosteten Start, dann habe ich es vergessen. So. Ich muss nur dran denken, dass ich das in diesem Spielstand mache. So. Okay, hier hätten wir wieder einen Sacrifice Room. Warten wir erstmal ab, ob wir vielleicht einen Angel Deal kriegen. Bevor ich mich sacrifice, um die Key Pieces zu kriegen. Wobei ich... Ich kann halt meine... Ich muss erst den Boss besiegen. Ich muss hier erst den Boss besiegen. Aber... Ich muss es machen. Leute, ich muss es machen. Increased Angel Deal Chance kriegen wir nicht. Eine Random Chest kriegen wir nicht. 3 Coins oder Increased Angel Room Chance. Wir kriegen die Increased Angel Room Chance. Okay. Oh, das hat sich so gelohnt. Okay. Oh, wir sind full life. Nochmal. Trollbomben. Was haben wir hier? The Chariot. Das ist ganz geil. Was war das? Magician. Magician brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Stirb, 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 stirb. Stirb. Oh, und das war's mit unserem Angel Deal hier. Das macht aber nichts. So, das erste Keypiece haben wir. Oh, wir kriegen die Soul Hearts. Das ist sehr cool. Und nochmal. Und dann haben wir Safe. Aua. Dann können wir Safe zu Mega Satan. Das ist doch cool. Wir können safe zu Mega-Satan. Das ist sehr, sehr nice. Muss man an der Stelle so sagen, wie es ist. Das ist sehr, sehr nice. So. Jetzt brauche ich aber auf jeden Fall Tears Up. Tears Up is the way. The way. Do you know the way? Und wenn ich jetzt nochmal in den Raum reingehen würde... Oh, wenn ich jetzt... Also, sagen wir, es ist jetzt immer ärgerlicher, wenn wir das
Dingensfoto finden, ne? Ihr wisst, was ich meine. Es wäre jetzt immer ärgerlicher, wenn wir nicht Faded Polaroid, sondern das, halt das Foto finden. Ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So. Das Familienporträt halt. Missing Poster. Das Missing Poster. Wir nehmen Coupon. Und die Batterie ist kostenlos. Warte, die Batterie ist kostenlos. Wir nehmen Coupon. Und die Karte ist kostenlos. Ach, ich hätte besser doch direkt Voodoo-Head mitgenommen. So im Nachhinein? Ich hätte besser doch direkt Voodoo-Head mitgenommen. Oh, ich sehe gerade, dass wir uns beeilen müssen. Ich habe gerade sehr viel Zeit gewastet. Haben natürlich jetzt auch unsere Deal-Chance verspielt, so ein bisschen. Auch wenn wir extra geguckt haben, dass wir eine erhöhte Deal-Chance bekommen. Eye-Drops sind sehr nice. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir schauen hier rein. Was haben wir hier? Spinnen? Wir gehen wieder raus. Wir schauen hier rein. Was haben wir hier? Gegner. Hallöchen. So, okay, also um Damage-Up müssen wir uns erstmal keine großartigen Gedanken mehr machen. Hier kann der Secret Room leider nicht sein. Okay, die da hinten sind alle down. Boah, wisst ihr was? Ich gehe direkt zum Boss, oder? Ich gehe direkt zum Boss. Wir kriegen hier jetzt auf jeden Fall ein Devil Deal-Item. Und wir haben eine Increase the Shop. Wow, wartet mal. Lasst mich erstmal in den Devil Deal reingucken. Huh. Der Dark Bomb ist auf jeden Fall nice. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob wir das Messer mitnehmen. Wisst ihr was, Leute? Ich tu's nicht. Ich nehme nicht das Messer mit. Aber warum sollte ich es nicht mitnehmen? Aber warum sollte ich es nicht mitnehmen, ist die Frage, ne? Das ist halt die berechtigte Frage. Warum sollte ich so ein stronges Item nicht mitnehmen? Aber andererseits muss ich halt... Okay, ich muss es tun. Andererseits muss ich halt ganz ehrlich sagen, dass wir so stronge Synergies dank Sacred Heart bekommen können, die ich mir... Danke! Was, ich werde es rerollen. Ich werde es einfach random rerollen. Nee, ich werde es random rerollen. Wobei ich den Dice Shard eigentlich auch mir aufheben kann für... Wir machen Folgendes. Ich werde mir den Dice Shard aufheben für einen Dingensraum. Einen, ihr wisst, was ich meine. Secret Room, wenn wir da ein Item drin haben. Eigentlich lass mal weiter. Nee, ich werde das Messer nicht mitnehmen. Ich werde es einfach nicht mitnehmen. Ich habe keinen Bock auf das Messer. Nein, ich werde es... Ich reroll's. Dann habe ich kein schlechtes Gewissen. Weiter geht's. Okay, ich habe jetzt mich fünfmal umentschieden. Es war vielleicht nicht die beste Entscheidung, das hier zu rerollen, aber so habe ich jetzt wenigstens kein schlechtes Gewissen. Was haben wir hier? Guck mal ein Tears Up. Tears Up ist nice. So. Und ja, man muss wirklich dazu sagen, das Messer würde unseren Run jetzt super carryen. Ich würde mit dem Messer jetzt definitiv einen sehr strong Boss besiegen können, wie Mega Satan. Wir werden hier jetzt übrigens nicht in den Boss Rush kommen, das ist nicht schlimm. Den brauchen wir ja auch nicht mehr, den haben wir schon. Aber ich würde gerne auf, also Mega Satan ist jetzt ein Go-To. Mega Satan ist jetzt definitiv ein Go-To. So, was haben wir hier? False PhD, ganz ehrlich, ich werde es jetzt mal mitnehmen.
Worse Pills plus Evil Up. Tears Down, das ist okay, wir kriegen den Damage Up dadurch. So. Wir kriegen durch schlechte Pillen jetzt Damage Ups. Autsch. Okay. Und die Devil Deals sind ja jetzt eingeloggt. Eine Black Rune. Zack. Okay. Die Devil Deals sind jetzt eingeloggt. Vielleicht kriege ich ja noch einen Brimstone. Dann wäre das Messer zwar cool gewesen, aber... Ich weiß nicht, mit Homing ist das Messer so lang. Also, es ist immer, also ich sag's immer wieder, das Messer ist geil, aber es ist halt auch langweilig. So. Ach komm, wegen der einen Münze gehe ich da jetzt nicht hin. So, jetzt habe ich übrigens doch was gemacht, was ich eigentlich nicht vorhatte. Ich habe einen, ich habe unsere Donation-Maschine in die Luft gesprengt. Das hier und wir machen das hier und wir nutzen hier unseren letzten Schlüssel. Haben gegambelt, haben verloren, wir haben keinen Schlüssel mehr. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ist hier der Secret Room? Nein. Wir haben noch ein paar Spots offen, zum Beispiel den hier. Da ist der Secret Room. Und hier ist ein Schlüssel drin. Hier sind zwei Schlüssel drin. Nice. Ja, dann lass mich mal gucken, dass wir noch den Itemraum finden. Hier ist er nicht. Okay. Dann ist er auf jeden Fall da auf der rechten Seite. Kann er ja nur sein. Weil in allen anderen Räumen waren wir schon. Die Tiefen 1. Sind wir, Leute. Die Tiefen 1. Wir kommen jetzt gleich in die Tiefen 2. Und ab... Megabean. Ja, Megabean ist underrated, muss man ganz ehrlich sagen, wie es ist. Aber... Ich gucke auf jeden Fall jetzt in den Shop rein. Hallo, Greed. Ich weiß wirklich nicht, wie ich euch das erklären soll. Hallo, Super Secret Room. Gut, der war obvious. Ui, sammeln. Leute, Pro-Tipp für Anfänger. Lasst ihn hier drin die roten Herzen sammeln und erst hier draußen einsammeln, droppen. Weil, naja, warte mal, Range Down. Gibt auf jeden Fall wieder ein Damage ab. Weil, naja, er würde da drin einfach nur rote Herzen spawnen. Weil dieser Raum einfach nur dafür ist, um rote Herzen. Da können nur rote Herzen spawnen. Da kann nichts anderes spawnen. So. Ein Rotten Heart. Ein Cube of Meat. Ein schwarzes Herz. Wir gehen weiter. Und jetzt beeilen wir uns. Damit wir noch den Boss Rush kriegen. Dafür müssen wir nur in minus 40 Sekunden diese Ebene beenden. Nee, wir haben jetzt 10 Minuten Zeit für 3 Ebenen. Es ist machbar, definitiv. Aber es ist schwer jetzt. Also wir müssen jetzt gucken, dass wir hier so schnell wie möglich Shop- und Itemraum finden. Paralysis. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier so schnell wie möglich Shop- und Itemraum finden. Und auch dementsprechend direkt auch den Boss. Und in den nächsten beiden Ebenen müssen wir auch gucken, dass wir so schnell wie möglich den Boss finden. Tears Down. Es ist ein Damage-Up. Leute, ich mache das wirklich nur wegen dem Damage ab, weil ich kann halt auch noch anderweitig Tears ab bekommen. So. Okay. Und wir können jetzt noch einen Devil Deal kriegen. Und Devil Deals sind gut, das wissen wir. So. Rotten Penny. Gibt es noch mal ein paar Fliegen und Spinnen. So. Ich frage mich, ob es einen Punkt geben wird, an dem ich es bereue, nicht das Messer mitgenommen zu haben. So. Weiter geht's.
Ich sehe es jetzt durchaus positiv, dass wir weder den Shop noch den Itemraum gefunden haben, weil wir auch noch nicht beim Bossraum waren. Wir müssen jetzt nicht backtracken oder so. Darum geht's mir. Okay, let's go hier. Haben wir eine Auchi-Auchi-Kiste. Die machen wir nicht auf. Und hier haben wir Shop und Itemraum. Sehr cool. Nein. Death Options nehmen wir mit. Doch, doch, wir machen's. Wir tun's. Wir nehmen nochmal Tiny Planet mit. Wir haben Homing Shots. Ist okay. Wir haben Homing Shots. So. Für die Range mache ich das. War ich jetzt im Shop? War ich. Habe ich im Shop irgendwas mitgenommen gerade? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, doch, habe ich. Der ist Options. Ich muss doch nochmal kurz gucken. Wir wollten nach oben. Wir wollten nach oben. Also Polaroid it is. Polaroid it is. Guppy's head it is. Wir behalten aber Guppy's paw für alle Fälle. Und weiter. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir uns beeilen müssen. So. Womp 1. Nein, das tun wir nicht. Oh Gott. Au. 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 Wow, es war also... Leute, es lag hier jetzt gerade nicht daran, dass da, dass der Raum so unglaublich schwer war. Es lag in erster Linie daran, dass wir einfach keine Geschwindigkeit haben. Wir haben noch keinen Speeder bekommen. So. Eine Trollbombe. Ich muss die Zeit anmachen. Weil wir auf... Also Hasch will ich auf jeden Fall machen. Oh, ich sollte Schlüssel mitnehmen. Ich sollte Schlüssel mitnehmen, wenn wir zu Hasch wollen. Und ich muss auf jeden Fall einmal hier reingucken. Okay. Geil, Backstabber. Nehmen wir mit. Okay. Ja, auch wenn ich eigentlich davon ausgehe, dass da oben irgendwo der Bossraum ist. Sammelst du das mal ein? Sammelst du das mal ein? Danke. Ich hole mir hier den Schlüssel. Du gibst mir ein schwarzes Herz und ich hole mir den Schlüssel. Und jetzt gehen wir nach oben. Let's go, let's go, let's go. Uhr anlassen. Uhr anlassen, große Karte. 5 Minuten Zeit für 1,5 Ebenen. So. Ich habe leider nur 2 Schlüssel, aber wir können ja noch Schlüssel bekommen. Das ist jetzt nicht die Sache. So. So's. Raus da. Da haben wir noch einen Schlüssel. Ja, 2 Schlüssel bräuchte ich eigentlich. 3 Schlüssel bräuchte ich eigentlich noch. Mr. Fred. Herr Fred. Der Alfred. Ja, wenn der Fred ins Weltall fliegt, ist es der Alfred. Wir nehmen den Safety Pin mit Evil Rain Shot Speed. Wir gehen weiter. Gucken, dass wir jetzt so schnell wie möglich zum Moody kommen. Moody, Moody, Moody. Da, da, du, di. Das war der Cringe-Moment. Nee, ich. Nein, nein. Aua. Weiter. Weiter. Schnell. Und zu. Warte. Es ist ein. Nein. Okay. Mm-mm. Also, auch wenn es ein Damage-Up ist, wieder. Speeddown ist somit das Letzte, was du als Maggie mitnehmen willst. Speeddown ist somit das Allerletzte, was du als Maggie mitnehmen willst. Lass mich mal ganz kurz hier den hier machen. Weil ich jetzt an ihn hier rankomme. Ja, das funktioniert auch mit Poop. Aber nur, wenn ihr sie sprengt. Nicht, wenn ihr sie abschießt. Danke für den Schlüssel. Noch 2, bitte.
Ich hab dich gerettet. Gib mir was. Danke. Okay. Ich würde trotzdem gern hier rein. Nein. Ist jetzt nichts Schlimmes, das Item. Aber das hat mich jetzt schon so oft enttäuscht. Ah, zu viel Tierstown dürfen wir jetzt aber auch nicht mehr mitnehmen. Aber ich mach's trotzdem. Ich mach's trotzdem für den Damage. Ich glaube, alles in allem ist der Damage, den wir machen. Guck mal, da haben wir den letzten Schlüssel, den wir brauchen. Wichtiger als die Tears Raid. Auch wenn ich jetzt gleich bei Hush ein Tears Up feiern würde. Sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Auch wenn ich es jetzt natürlich feiern würde. Wir kriegen keinen Devil Deal. Das ist gemein. Das gibt eine 6, nicht? So, auf zu Husch. Sehr cool. 3 Folgen hintereinander zu Husch. Tears Up, da ist es. Und das war ein gutes Tears Up. So, da haben wir noch einen Schlüssel. Sehr cool. Da haben wir Amnesia. Das ist nicht schlimm. Amnesia. Da haben wir noch ein Tears Up. Und Two of Spades. Und Justice. Was haben wir hier? Mom's Razor und Virgo. So, und jetzt kriegen wir keine negativen Pillen mehr. Dead Bird oder Bloodshot Eye. Wir gehen mit dem Bloodshot Eye. Und da wir Virgo haben, gehen wir mit Little Baggy. Experimental Cell. Damage und Speed Up. Und hier haben wir noch eine Speed Up. Okay, ich fühle mich wohl. Ich fühle mich noch nicht... Ich fühle mich nicht mehr unwohl. Sagen wir es einfach mal so. Hallöchen, Hush. Okay, das ist ein sehr guter Damage, den wir hier machen. Okay, wir können hier wieder 4 Endings holen. Hush, Isaac, Blue Baby und Mega Satan. Und in der Theorie können wir noch einen fünftes Ending holen, wenn wir zu Delirium kommen. Und bei Delirium nicht sicher, ob wir den schaffen, aber es wäre schon super cool. Und wisst ihr, was noch cooler wäre? Der Arki. Weil wisst ihr, was wir dann machen könnten? Wir könnten mit dem Arki tatsächlich zu entweder Mother oder Beast. Ich würde Beast... Eigentlich würde ich Mother bevorzugen. Aus dem Grund, dass wir, dass das Mother der wesentlich schwierigere Boss ist. Und wir gerade echt strong sind. Und wir machen auch gerade echt guten Damage. So, ich hätte dann auch nochmal Chancen auf, Devil Deal Items. Aber ein Arki wäre halt jetzt super, super nice. Ey, wir kriegen jedes Mal so über der Hälfte des Damage, also über der Hälfte von Hush, kriegen wir erst unseren ersten Damage. So, jetzt muss ich erstmal aufpassen, wo die Tränen kommen. Hier stehen wir nicht gut. Aber hier stehen wir gut. Ah, und unsere Popeltränen, die sind halt jetzt geil. Ehrlich gesagt bereue ich es gerade gar nicht, dass wir Tiny Planet mitgenommen haben. Und ich bereue es überhaupt nicht, dass wir das Messer nicht mitgenommen haben. Also wirklich null. Ja, das ist jetzt gemein, weil ich sehr langsam bin. Aber... Purity has appeared in the basement. Nice. Ja, ich könnte jetzt theoretisch hier zu Delirium. Das machen wir aber nicht. Wir gehen nach oben. Ich könnte theoretisch zu Delirium, das machen wir aber nicht. Okay. Let's go, Cathedral. So.
Okay, jetzt haben wir auch keinen Zeitdruck mehr. Das ist doch schon mal wenigstens was. Wir haben auch immer noch Guppies Paw, was bedeutet, wir haben... wir können noch mal ein paar Herzen converten zu blauen Herzen, was sehr cool ist. So. Okay. So. Ja, wir können noch mal Herzen konverten, was sehr cool ist. Komm, wir machen jetzt noch mal das Tears Down für das Damage up. Und das würde ich auch gerne machen. So, einfach vor den Lulz. Einfach, weil ich es kann, wenn ich ehrlich bin. So. Den Tapeworm nehme ich mit. Für die Range. Für die Range machen wir das. So. In den Sacrifice Room gehe ich rein. In den Cursed Room. Und dann machen wir einmal den hier. Oh. Vielleicht dieselbe Ebene nochmal. Nö. Rerolls all pickups in the room. Ja gut, den Lucky Toe hätte ich schon gerne. Einfach weil es der Lucky Toe ist. Weil es ein Luck-Up ist. Einfach nur, weil es ein Luck-Up ist in erster Linie. Okay, gib mir die Bombe. Wir haben vier Bomben, vier Schlüssel. Fünf Schlüssel, das reicht auf jeden Fall genau. Wir gucken uns die Ebene erst gar nicht fertig. Wobei, ich würde gerne noch den Secret Room und den Super Secret Room hier suchen. So. Eigentlich hätte ich jetzt sagen müssen, komm, scheiß drauf, wir gehen jetzt zu Delirium, weil wenn wir einen haben, haben wir einen. Und wir sind stark genug für Delirium. Aber ich muss auch so ehrlich zu mir selbst sein und sagen, ich hätte gern lieber mehr Endings in einem Run als ein stronges Ending, wisst ihr? Und hier haben wir den A-Key. Pass auf, hier haben wir, in einer dieser Kisten haben wir jetzt den A-Key. Pass auf, da. Schade. War ein Versuch wert. War ein Versuch wert. Weiter geht's. Und wir haben immer noch eine 50% Chance, zu Delirium zu kommen. Ja, deswegen, The Relic has appeared in the basement. Relic ist ein cooles Angel-Deal-Item. Sorgt dafür, dass immer mal wieder ein blaues Herz spawnt. Reacher Board. Spectral Tears kann man mal machen. Book of Secrets kann man auf jeden Fall einmal einsetzen. Wir haben die komplette Map offen. Book of Shadows können wir einmal mitnehmen. Dadurch kriegen wir nämlich jetzt den Bookworm-Effekt. So. Bob's Rotten Head. Wow, okay. Wird auch von Tiny Planet, ist auch von Tiny Planet, betroffen. Wird auch von Tiny Planet. Ja, es hat halt auch den Tiny Planet. Wir sind. Wartet. Wir sind Guppy. Ich würde mal behaupten, jetzt ist der Run sehr easy. 48 Hour Energy. Rubber Cement. Rubber Cement lustig. Retrovision. Schwarzes Herz. Brauchen wir nicht, aber ich lass mal liegen. Für alle Fälle. Aber unser Damage ist halt mega cool. So. Ja, er kann hier nicht sein, aber... Oh, Bombino! Ist schön, dass ich dich jetzt treffe, weil jetzt bist du gar kein Problem für mich. You are just a weakling.
So, danke, dass der Retrovision-Effekt aufhört. Vicious Veins. Varicose Veins, nicht Vicious. Varicose Veins. Keine Ahnung. Lala, korrigier mich mal. Du kannst doch so gut Englisch. Pisces. So. Habe ich vielleicht gerade ein, Dingens gebaitet. Hab ich vielleicht gerade ein, wie heißt's? Ein Kommentar gebaitet. Eventuell. Eventuell habe ich gerade einen Kommentar gebaitet. So. Lego zu Mega Satan, aber ich werde jetzt hier auf jeden Fall noch die Ebene zu Ende angucken. Damit wir noch die Chance auf das ein oder andere Item haben. Zum Beispiel Iron Bar. Damage up, Concursive Tears. Why not? So. Wir haben immer noch nicht Lost freigeschaltet. Pushpin brauchen wir nicht. Du bist dead. Da haben wir den Super Secret Room. Der war irgendwie obvious hier oben. Lasst mich mal kurz abwarten. Ob ich noch einen Dice Shard oder Perthrow oder sowas bekomme. Noch ist die Chance da. Noch ist diese Chance da. Wo haben wir den Secret Room? Wo ist der Secret Room? Hier. Nicht. Hier ist er nicht. Das wollte ich euch nur zeigen, dass er hier nicht ist. Da kann er ja nicht sein, weil da ist Mega-Satan. Aber der könnte zum Beispiel hier sein. Da ist er nicht. Da haben wir schon geguckt. Der könnte aber zum Beispiel auch hier sein. Da ist er aber auch nicht. Das wollte ich euch nur mal mitteilen, dass der hier nicht ist. Wo er auch sein kann, ist hier. Ich gehe davon aus, dass er hier ist, weil wo soll er sonst anders sein? Hier ist er. Hier haben wir Geld drin. Okay, wir nehmen Proptosis mit. So. Vorsicht, ich habe gerade gesehen, dass es eine große Bombe ist. Wir nehmen jetzt auch das... Entschuldigung. Oh Gott. Da kickt meine... Sorry Leute, das war meine Bullshit-Allergie, die hat gerade gekickt. Ja, wir nehmen Proptosis mit. Wir nehmen Proptosis mit. Und das andere Item wahrscheinlich auch. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was es war. Little Gish, ja natürlich. Aber Proptosis. Ja, kann jetzt vielleicht ein bisschen kacke sein. So im Nachhinein. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich bin dämlich. Na, brauchen wir nicht. Aber ich muss jetzt halt sehr nah ran. Sehen wir es einfach so, dass ich jetzt einfach sehr nah ran muss. Und ich mache halt echt guten Damage, je näher ich dran bin. Und meine Fliegen machen halt auch echt guten Damage. So. Jetzt wäre das Messer nice. So. Down. Alle. Down by the river. Au. Okay. Boah, ja, das ist sehr geiler Damage. Ganz nah dran stehen. Und hier wieder ganz nah dran stehen. Au. Ganz nah dran stehen. Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn wir nicht zu Delirium kommen. So, Hauptsache Mega-Satan. Gibt es den Bug immer noch? Ich glaube, der Bug wurde gefixt. Wenn wir ganz nah dran stehen. Er tut nichts. Er tut nichts. Bin ich ein Bug-Abuser? Na gut. Ich hätte es nicht mitnehmen sollen. Scheiß Proptosis. The Void. Jetzt hier nehme ich... Oh! Ich kann fliegen. Oh! Okay.
Okay. Okay. Hab ich jetzt in 3 Runs dreimal Mega Satan und zweimal Delirium? Ne, dreimal Hasch und zweimal Delirium? Range Down ist okay, das gibt einen Damage Up. Wir gehen direkt zu dem ersten Boss hier rein. Es ist direkt Delirium, ups. Okay, wir machen das hier, weil ich jetzt immer wieder... Oh, Health Up ist nice. Weil ich jetzt theoretisch nochmal mein Spacebar-Item einsetzen kann. Und ich muss halt sehr nah an ihn ran, deswegen, also ich werde Damage kriegen. So. Aber ich habe ihn gleich. Ich habe ihn gleich. Freunde der Sonne, wie lang geht die Folge? Wie lang geht die Folge? Wir sind bei 46 Minuten. Ich würde behaupten, es ist Zeit für Extra-Content. Dass hier aber auch direkt Delirium ist. So. Es ist Zeit für Extra-Content. Ah, vielleicht doch ganz cool, dass ich Proptosis mitgenommen habe. Dann gehen wir halt ein bisschen in den Nahkampf. So. Okay, es ist Lokai. Book of Virtues. Das hatten wir so auch noch nicht gefunden, tatsächlich. Aber wenn ich jetzt ein gutes Spacebar-Item bekomme, ja. Aber es ist ja sowieso nur noch diese Ebene. Autschi, bautschi. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch noch 9 Leben haben. Ja. Das kommt ja noch dazu. Du hast hier gerade richtig gegönnt, weißt du das? Explosive Diarrhoe. Paralysis. Spawnt ein schwarzes Herz. False PhD ist nicht so schlecht, Leute. Wie ich immer meine, ne? Also, muss man an der Stelle mal so sagen, wie es ist. Oh, guck mal, da geht's zu Hasch. Blastocyst. Sehr cool. Ja, jetzt habe ich halt keinen Guppy's Paw mehr. Aber ich kann, wenn ich sterben sollte, mir Guppy's Paw einmal holen. Ach, guck mal, Dad's Key, Mom's Key. Einmal rerollen können wir nicht. Wir haben keinen... wir haben keine Aufladung. Aber so ein, Dingens... Wie heißt's? So ein Secret Room mit einem Item drin wäre schon nice. Nein. Lasst mich mal kochen. Vielleicht ist die... Ich meine... Ja. Vielleicht... Kochen wir hier gerade was. Gib mir das Meat. Wir sind eh schon Guppy. Kleiner Raum am besten. So, und wir haben Jumper Cables, ne? Das heißt, wir machen nach 15 Gegnern, dann kriegen wir immer auch eine kleine Aufladung. So, das wird jetzt ein bisschen sehr viel hin und her und Backtracking. Cursed Eye nehmen wir natürlich nicht mit. Wie lustig das jetzt wäre, Leute. Ich meine, das wird dann eine extrem lange Folge, aber irgendwie wäre es super lustig. Weil dann würde ich mit höchster Wahrscheinlichkeit, wenn ich den Arki jetzt bekommen sollte, würde ich zu Beast gehen. Mushroom. Das tut schon weh, solche Items liegen zu lassen. Das sind alles Items, die ich eigentlich unter
Normalumständen mitnehmen würde. Aber wir haben hier gerade keinen Normalumstand. Wir haben hier gerade den Fall, dass wir gerade Delirium besiegt haben. Und die Chance haben, ein Secret Room Item zu bekommen. Ein bestimmtes. Die hätte ich mir, ich habe ja gesehen, welches ist. Die hätte ich mir aufheben sollen und in dem Raum oben einsetzen sollen. Ach, jetzt habe ich eine Aufladung komplett gewastet. Egal, das wird jetzt ein bisschen hin und her. We need to go deeper. Pass mal auf. Lass mich hier mal deeper gehen. Den D6 wieder mitnehmen. Einmal hier reinschauen. Die Kiste hier öffnen. Das Geld mitnehmen. Das schwarze Herz einsammeln. Und die Batterien erstmal aufheben. Raw Liver, ja. Ist auch so ein Item, das ich eigentlich mitnehmen würde. Oh, zwei Bossräume. Retrovision. Lamp. Schade, dass das nicht als Lamp-Kill zählt, ne? Oh mein Gott. Tears down. Pass mal auf. Wir machen jetzt erstmal noch unseren D6 voll. Wir machen jetzt erstmal noch unseren D6 voll. Wir nehmen den Big Fan mit. Das ist nochmal ein extra Reroll, ist die Sache. Die Sache ist allerdings auch die, das dürfen wir nicht vergessen. Kriegen wir einen R-Key? In der Theorie. Kriegen wir einen R-Key? Können wir keinen unserer Dices mitnehmen? Binge Eater. Unter Umständen wäre das eigentlich auch ein Item, was ich definitiv mitnehmen würde. So, übrigens mal kurz aus dem Off. Es ist, warte mal, das ist der D6. Ja, das ist der D6. So mal kurz aus dem Off. Das wird sehr schön, diese Folge zu schneiden. Evil Charm. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch durch Räume eine Aufladung bekommen. Was wir definitiv aber machen können, ist das hier. Um zu gucken, ob wir vielleicht hier noch eine Batterie rauskriegen. Okay, wir haben ja auf jeden Fall noch mal ein paar Gegner. Ich würde jetzt Guppys Eye mitnehmen, tatsächlich. Für alle Fälle. Ember War. Ja, ich nehme The Pact mit. Hallo. Alles andere wäre Blödsinn. Okay, wir haben aber auch noch eine kleine Batterie hier rumliegen. Oh, warte mal, da, den habe ich gesehen. Small Rock? Nö. Aber noch eine Bombe. Wir haben noch eine kleine Batterie hier rumliegen. Das müsste die ganz oben sein. Ich meine, überlegen wir mal, wie viele Items haben wir noch im Secret Room Pool? Das dürften gar nicht mehr so viele sein. Ich habe auch nichts, wodurch ich noch Aufladungen bekommen kann. Also ich muss jetzt die Batterien nutzen. Gar nichts mehr anderes möglich. Außer der Super Secret Room. Aber bis wir den finden. Sein könnte, dass da drin noch eine Batterie ist. Dann hätten wir noch einen Reroll gehabt. Wow. Gib mir mal Death Touch. Und gib mir mal Lil Loki. Einfach so. Wow, okay. Das hätte gerne ein bisschen früher passieren können hier.
Kriege ich noch mehr rote Räume random? Lass mich mal gucken. Boah, das wär's jetzt. Jetzt muss ich die ganze Ebene nochmal durchgucken, ne? Guck mal, da kriegen wir doch was. Book of Revelations. Telepathy for Dummies. Alter. Was ist hier los? Explosive Diarrhea, Amnesia. Noch ein blaues Herz. Spinnen. Juckt nicht. Health Up, die würde ich tatsächlich einmal nehmen. Aber ich finde das gerade. Ach so, ich habe hier gerade einfach zwei Türen. Habe ich durch irgendwas das Game gerade gebreakt? Broken. Retrovision. Ich muss halt gucken, ob hier irgendwo noch ein paar rote Türen erscheinen. Ja, hier. Das gibt mir noch mal ein paar Rerolls. Das gibt mir halt noch mal ein paar Rerolls. Wie geil ist das denn? Also ein paar Chancen zumindest auf Rerolls. Oh, ich habe ein halbes Herz regeneriert. Gib mir mal Mums Key. Da ist einer. Das sind zwei. Wir haben noch einen Reroll. Wir haben noch einen Reroll. Das sind noch zwei sogar. Wir haben noch zwei Rerolls. Aber ich glaube, das sind jetzt die letzten zwei. One-Up. Ich würde natürlich trotzdem gerne mal gucken, ob wir vielleicht noch den einen oder anderen. Oh mein Gott, ich habe gerade den Eternal D6 eingesetzt, kann das sein? Möglicherweise habe ich gerade den Eternal D6 eingesetzt. Was bringt das hier eigentlich? Anscheinend nichts. Gut, dann holen wir uns jetzt die Batterie, werden ein letztes Mal rerollen. Aber das ist Eternal D6. Das ist D6. Und das ist unser letzter Reroll. Das ist unser letzter Reroll. Hat sich das hin und her gelohnt? Hat es sich gelohnt? Oder war es ein Waste of Time? Es war leider ein Waste of Time. Schade Schokolade. Auch keine 48-Hour Energy mehr. Amnesia, Explosive Diarrhea. Schade. Nee, da brauchen wir gar nicht mehr weiter zu gucken. Wir haben. Das war der Run. Schade. Eurakist has appeared the basement. Das ist ein sehr geiles Item. Und damit haben wir jetzt auch mit Maggie einfach richtig viel geschafft. Ne? Gut, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen doch gerne ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Greedier Mode. Und vielleicht machen wir den auch einfach mit Maggie, weil dann haben wir da wenigstens noch rotes Emblem oben rechts. Bis dahin. Links ein Video, was für den vom Algorithmus für euch vorgeschlagen wird. Rechts könnt ihr husten und diesen Kanal abonnieren. Und hier in der Mitte könnt ihr mich auf Twitch finden. Heieiei, was ist denn jetzt los? War eine lange Folge. Freunde, ich freue mich schon auf Sonntag. Bis dahin, ciao, ciao.